Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Killing Antidote. Ja, auch wenn ich den Eindruck habe, dass wir irgendwie noch Sachen vergessen haben, gehen wir jetzt weiter. Was? Das gefällt mir nicht. Ich will hier raus. Und tschüss. Ja, ich ist nicht schwierig zu erkennen, wenn die übereinander drüber krabbeln. Was sagen? Wie viele kommen denn da jetzt? Wenn Zombies nicht reichen. Es kommen ja noch so viele, ey. Zombie, Riesenzombies. Oh. Ich weiß noch nicht, ob das endlos hier ist. Boah. Scheint nicht endlos zu sein. Schon mal gut. Muni. Auch gut. Schau dir die Eva! Schau mal gut. Oh. Boah, der ist so nah, ich kann ihn nicht treffen. Cooler heißt bestimmt was Nettes. Wie hübsches kleines Monster. Ich hätte erst überlegt, ob man hier durchrennen kann, aber ich glaube nicht. Lass mich auf deinen Kopf trampeln. Danke. Wir haben eine Rettungsweste. Yay, geil. A dream comes true.
Bitte hört noch nicht auf. Die Kokon. Oh! Oh Gott! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich alle in Ruhe! Mama. Diese Viecher. Jetzt noch 200 Zombies. Ja, gefühlt. Machen vielleicht ein oder zwei weniger. Wenn ich nicht deinen Kopf wegdrehe. Wir sind gerade barfuß, ne? Eklig. Warte mal, ist das hier? Wo ich zu dem Geschenk komme? Komme ich hier zum Geschenk? Ja. Was kriegen wir denn? Eine Krawatte. Ja, geil. Eine Krawatte. Wir haben eine Sicherheitsweste ohne Krawatte, aber das ist eine Rakete. Okay. Dankeschön. Was das mit dem Spielzeug auf sich hat? Schon keine Ahnung. Irgendwie. Oh, guck mal da. Ah, wir haben die Munition dafür da noch drin wieder. Das ist gut. Wir gucken uns aber hier erst nochmal um. Wo wir das Loch einspringen. Nehme ich die Pistole. Noch ein Spielzeug. A Stuffed Clown Toy. Würde ich meinem Kind jetzt nicht schenken. Ach, hier sind wir. Brauchen wir da wieder dieses Passwort-Matching-Ding. Habe ich immer nicht mehr. Hier liegt doch keins, ne? Nö. 6-mal. Oh Gott, sind die aber ganz weit weg. Wow. Ja, was weiß ich denn? Wir sind nah dran, aber keine Zahl stimmt. Yippie. Zwei Stimmen. Oh. Wir haben keinen. Ja, aber die zeigt er jetzt gar nie grün an, oder? Man macht ja auch keinen Sinn. Ach komm, tschüss. Komm, wir halt nicht dran. Weiter. Eine weiße Karte habe ich auch nicht. Habe ich nicht diese in dem Koffer. Ist die jetzt da drin oder nicht? Komme ich nochmal so ein Detektor oder nicht?
Ich weiß es doch nicht. Woher soll ich das auch wissen? Ich will jetzt nur nicht einfach in das Loch einhüpfen. Solange wir hier oben vielleicht noch nicht alles entdeckt und gefunden haben. Hier waren wir noch gar nicht. Und hier will auch keiner sein. What the f... Ich hab Angst. Seid ihr tot? Ach, Mann! Guck dann die dusselige Tür nicht an, ey. Immer rückwärts auf den Tisch geht. Stupido. Bier fangen. 请带我离开这个肮脏的世界吧，我的灵魂将在地狱接受洗礼。 Oh cool. Religiöse Fanatiker, komm jetzt noch dazu. 2-9. Stehen hier noch irgendwo Nummern? The Gods are angry. Ach, ja. Vor allem die Götter, ne? Okay. Controller, nix. Okay. Wie viel wir von denen wohl übersehen haben. Ja, okay, ich. So, wo stand jetzt die Nummer da? 2-9. 4-0. Ach, 2-9-4-0. Ach, 0. Das ist gut gemacht. Finde ich zumindest. Schon wieder Bargeld. Nicht, dass ich, weil ich mir so erhofft hätte. Das dann. Kann ich da irgendwie durchkrabbeln? Nee. Da ist auch nichts, worauf ich schießen könnte, ne? Doch da. Aber ich komme nicht da rein, aber wer weiß, ob da überhaupt was drin ist. Ein Stuhl? Boah, blendet das. Hilfe.
Mann! Gott, das denn jetzt wieder her? Mistviech. Stopp, stopp, stopp! Sagte stopp. Ja, ganz genau. Ah. Komm da raus, bevor die Tür zugeht. Fahrstuhl jetzt fahren? Hallo? Wir sind auf B2? Ins vierte Obergeschoss. Hier das Obergeschoss. Da mit Oberbekleidung. Hallo? Ist das ein Getränkeautomat? Also hier so ein Pfandautomat? Ach, ja, endlich mal wieder ein Räumchen hier. Ist ja ein Träumchen. Was liegt da? Ein frisches Handtuch? Ach, sie kann sich waschen. Ja, herrlich. Ist die Szene jetzt endlos, oder? So, soll ich das noch eine halbe Stunde laufen lassen, oder? Nein, wir sehen ja eh nichts. Selbst wenn, müsste ich es wegmachen. Wie beende ich das? Ah. Okay, wir können auch aufs Klo gehen jetzt. So, kriegen wir hier mal was Anständiges zum Anziehen? Ist das eine Schutzweste oder Krawatte? Ein Rucksack, ja danke. Das Spiel gibt sich alle Größe Mühe. Dass wir richtig dämlich aussehen. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch zum Anziehen? Wir können. Warte mal. Mach mal das hier weg. Wir haben ein. Was hat ein Bolero-Top? Ein Longsleeve. Weiß ich nicht genau. Eine Bluse. Oder wir ziehen wieder unser Sportoberteil an. Was haben wir denn noch für unten rum? Oh, unser Rock ist ja wieder da. Yay. Shoes. Wir haben ja unsere Klamotten wieder. Guck. Dann machen wir uns auch wieder schick. Ornament, das hatten wir. Lace Bundle, Uniform, Funny Girl Suit, haben wir das hier. K-Pop, haben wir das. Witch, Demon Suit. Da haben wir noch wieder unsere Klamotten. Cool. Super. Und sauber sind wir auch. Boah, herrlich. Haben wir jetzt eigentlich unsere... Nee, unser Zeug haben wir noch nicht wieder. Wir müssen immer noch in die Dusche.
So. Aber wir laufen zumindest nicht mehr in der Warnweste rum. Okay. Elevator Control Room. Ich glaube, das heißt so viel wie hier ist abgeschlossen. Trading Machine. Hä? Silver for. Ach so. Hier können wir jetzt Geld ausgeben. Aha. Interessant, interessant. Wir haben 637. Nerf Venom Arrows. 12 Schuss Shotgun. Silver Fox Revolver. Will be updated in 3 minutes. Sell. Okay. Kann man den Quatsch hier auch verkaufen? Das ist ja gut. Aha, aha. Wir scheinen aber dann noch viel Zeit vor uns zu haben, oder? Wenn wir jetzt hier an so einen Händler kommen und alles. Also an der Maschine. Okay, mehr ist hier oben aber nicht. Ah, hier ist jetzt erstmal unser Space, oder Safe Space, oder was? Da müssen wir doch runter und ins Loch springen. Da ist wieder ein Crack in the Wall. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie... Gott, erschreckt. Tschüss. Hui. Ja, weiß ich nicht, ob man dann aufspringen kann. Ich meine, ich muss schon sagen, ich wünsche mir, dass die noch ein bisschen hier am Interieur und so arbeiten. Das finde ich echt cool. Wenn sie dann noch ein bisschen beigehen würden. Gut, dann fahren wir wieder nach unten. Wir sind sauber und schick gekleidet. Und das Haar sitzt. Ich bin zufrieden. Kleine Heilung wäre cool. Vielen Sachen haben sie sich auch Mühe gegeben. Zum Beispiel die Laufgeräusche. Das ist ja bei manchen Spielen. Da hört sich alles nach Badelatschen an hier, Schwimmflossen. Auch wenn sie auf verschiedenen Untergründen läuft und so, finde ich gut. Die Charakter finde ich hübsch. Der ist wirklich hübsch gemacht. Dass man so ein bisschen ja, mit den Klamotten sammeln und so. Finde ich gut. Tut keinem weh. Finde ich unterhaltend. Man kann so ein bisschen sammeln, wenn man mag. Man kann natürlich auch völlig ignorieren. Was es so an Mods gibt, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich mich noch nicht mit befasst. Und ich möchte zumindest einmal durchspielen, ganz normal. Und ob ich dann hinterher hier mal so ein bisschen mir die Mods angucke, das kann durchaus sein. Wo war denn jetzt das Loch im Boden? War das hier oder musste ich da für die Leiter wieder runter?
Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Schlimm, schlimm, schlimm. Nee, normal bei mir. Einfach normal. So mit kurzer Gedächtnis. War mir nicht so. Ach, jetzt sind wir wieder hier unten. Mr. Zombie? Wieso sind der raus? Hallo? Rennt der jetzt wieder hier unten rum? Da muss es ja doch oben gewesen sein. Das Loch, in das wir reinspringen sollten, okay. Dann gehen wir wieder hoch. Dann muss ich oben suchen. Dann muss ich oben suchen. Ja, overall finde ich die 30 Euro oder 29 oder was auch immer kostet, das Spiel für mich persönlich jetzt besser angelegt wie die letzten. Tja, was macht das gewesen sein insgesamt? 120 oder noch mehr Euro in die letzten Titel von Ubisoft. Hier geht's runter. Egal ob jetzt Assassin's Creed oder Avatar, weiß ich nicht, die haben mich alle enttäuscht. Den letzten habe ich mir gar nicht mehr geholt hier. Assassin's Creed in Japan da. Hä, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet? Jetzt bin ich ja wieder hier unten. Jetzt bin ich ja nur im Kreis gegangen. Toll. Wie komme ich denn jetzt dahin? Also in den Baderaum. Wie verlasse ich diesen Trakt hier wieder? Okay, wir müssen nochmal nach oben. Wo war die Leiter denn jetzt? Da lang, ne? Nee. Och. Ich müsste den Raum mal wiederfinden, wo ich den. Da. Da hat man den Zombie eingesperrt. Dann müsste das hier und dann die nächste links. War schon ein bisschen verwirrend, ja, das finde ich zumindest. Aber nicht schlimm. Wenn man mal ein bisschen suchen muss, oder? Ist ja letztendlich Spielzeit. Aber trotzdem wüsste ich gerne, wo es nach unten geht. Mit dem Fahrstuhl können wir nur auf die 4 fahren. Und vielleicht muss ich auch da oben ein Loch in die Wand sprengen. Was gibt auf der 4 ein Treppenhaus? Hab ich gar nicht. Nur mal gucken. Vielleicht gibt es auf der 4 ja ein Treppenhaus, was wir benutzen können.
denn da hinten für ein rotes Licht? Achso, da brauchen wir die rote Keycard. Die wir nicht haben. Da ist doch ein... Ach, hier ist das mit dem... Ich habe aber auch keine Granaten, ne? Doch, hätte ich eine. Aber wie soll die da explodieren? Geht ja nicht. Das geht ja nicht. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir raus. Da geht's nicht weiter. Runterspringen möchte ich eigentlich nicht. Der scheint mir zu hoch. Werden wir wahrscheinlich probieren, ne? Wir gucken uns hier nochmal eben einmal um. Ich meine, wir können ja speichern und da runterhüpfen. Komm, wir speichern jetzt mal eben einmal. Zack. Sind die 3 Minuten schon rum? Na. In. Eine Fire Axe. Energy Drink könnten wir uns kaufen. Spot Detector. Fünfzig. Quantity 30. Hä? 10. Okay. Wo war denn jetzt der Koffer? Uff. Wo war der denn jetzt? Oh nein. Das ist der Fahrstuhl. Wo war denn jetzt der Koffer? I try to remember. Auf jeden Fall nicht hier oben. Das war... Irgendein Raum in der Glasscheibe. Naja. Wir werden ihn schon finden. Wir werden ihn schon finden. Irgendwo hier muss er ja gewesen sein. Ne, hier war er nicht. Muss ja hier oben sein. Hier. Okay. Das ist wieder nur Geld. Schade. Ich meine, kann man ja ausgeben. Aber ich hatte gehofft, wir kriegen hier die Karte. Schade. Weil jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich dann ins Schwimmbad komme. Hier runterspringen, haben wir gemerkt, bringt uns gar nichts. Da sind wir nur wieder in dem Raum. Komm ich denn? Da ist ein Treppenhaus. Wie komme ich denn da dran?
Über die Kiste hier vielleicht? Ich denke nicht, aber... Wie kommen wir denn an die Treppe hier über uns? Ist hier irgendwo noch ein Zombie? Ja, nix. Da unten war doch nix. Jo, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache mich mal wieder auf die Suche. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn ich herausgefunden habe, wie wir wieder in die Dusche da unten kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.